Sie sind tragische Kurzgeschichten. Erzählungen mit jähem Ende. Geschichten vom absurden Sterben in irgendeiner Kurve. In den 50er und 60er Jahren war Polizeileutnant Arnold Odermatt Amtsfotograf des Kanton Nidwalden in der Innerschweiz. Keines seiner Negative warf er weg. Seine Bilder zeigen Unfallorte, Sachschäden, Karambolagen, aufgenommen als Beweismittel oder für die Tageszeitung. Ein seltsamer Schleier liegt nach über 40 Jahren über diesen Bildern. Wunden sind geheilt, Tote betrauert. Übrig bleiben Fotografien des ausgekühlten Schreckens. Eigenartig perfekt und beklemmend ästhetisch. Die viel diskutierten Bilder Arnold Odermatts jetzt im Fotomuseum Winterthur.